Gut. Also grüß euch, schönen guten Morgen. Ich heiße Gerald, mache Slidey und diverseste andere Präsentationen seit einigen Jahren auf den Linux-Tagen. Bin immer wieder froh und stolz, dass ich ein paar der brillantesten Leute, die man so haben kann, in und um Graz mir zuhören. Wenn es Fragen gibt, bitte zwischendurch frei raus. Wenn es Kritik oder Wünsche gibt, bitte auch frei heraus. Ich rede oft zu langsam, zu schnell, undeutlich. Lasst es mich wissen. Wenn was nicht klar ist oder nicht verständlich ist, bitte auch einfach mir mitteilen. Wenn es jemand nicht verstanden hat, haben es vermutlich alle anderen auch nicht verstanden. Damit tut ihr allen einen Gefallen, wenn ihr einfach frei raus fragt. Worum geht es? Es geht um Web Presentations. Und zwar ganz genau genommen um ein Tool, World Wide Web Consortium Slidey. Wie komme ich dazu? Ich habe vor Jahren einmal bei Opera Software gearbeitet. Die haben das Feld ein bisschen pioniert. Also das erste größere, bekanntere Webpräsentationstool war von Opera. Bin aber von niemandem mehr bezahlt, der irgendwas mit diesen Tools hier zu tun haben könnte. Gut, jetzt sehe ich gerade, wir haben da ein Bildschirmauflösungsproblem, das werde ich vermutlich noch eventuell noch lösen können. Schauen wir mal kurz, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Vorrang. Schauen wir mal, ob man da genug sieht. Nicht wirklich. Wie werden wir das so machen? Ups, das ist das alles nicht so gut. Machen wir das so schön, das geht. Nein, Sie, meine alten Herren, nämlich die Kamera abgesetzt. XFCE-User hier. Display. Wunderbar, bei Hardware-Links. Wunderbar, danke. Und dann wollen wir vermutlich den anderen. Ich bin ein langjähriger KDE-User, aber der Laptop ist 7 Jahre alt und packt das nicht mehr. Jetzt habe ich ihn gestern fertig aufgesetzt. So. Jetzt sehen wir alles. Das schaut besser aus. Sehr mutig. Wie bitte? Sehr mutig. Vorher. Ja, irgendwann muss es passieren. Also die Alternative wäre gewesen, keine Festplatte. Funktioniert auch nicht so gut. Gut, also, legen wir einfach einmal los. Features etc. Das ist nicht genau alles sichtbar für euch. Da werde ich vielleicht aus dem Vollbild noch einmal kurz rausgehen. Was sieht man gleich als erstes Feature? Man kann, aber muss nicht, sich einen Timer hier hinsetzen, wo man sieht, wie viel Zeit man noch übrig hat. Die Idee ist ja schon, dass es alle sehen können. Hier zufällig verdeckt von der Tafel im Vollbildmodus. Und wir haben einen Slide-Counter ähnliche Verlate, wo man einfach nur sieht, wo bin ich gerade in meiner Präsentation. Was werden wir uns anschauen? Zuerst einmal Webpräsentationen. Welche Tools gibt es? Welche Programme haben wir? Wozu Webpräsentationen? Warum nicht andere Tools? Und was sind die Stärken von Webpräsentationen, die generell diese Präsentationsart und Technik aller abgrenzen von den Alternativen. Dann mache ich einfach nur einen Show-off von Dingen, die man tun kann, aber das ist nur ein möglicher Ausschnitt. Was man tun kann, ist wieder viel, viel mehr, so ähnlich wie bei einem Tool der Firma Microsoft kann man auch Lasergeräusche reinmachen, man kann mehr tun, als ich zeige. Ob es sinnvoll ist, sei dahingestellt, aber es gibt sicher coole Techniken, die ich nicht vorstelle, die auch Sinn machen, je nach Anwendung. Am Ende dann ein kurzes How to get started. Es ist schön zu wissen, was man alles damit tun kann, wenn man sich nachher nicht damit auskennt, wäre schade. Das How to get started halte ich aber trotzdem kurz, weil ich möchte, dass der Mund so richtig wasserig ist, damit es dann auch so ist, dass man sich es wirklich anschaut, weil wenn man es sich nicht anschaut, dann hilft es halt auch nicht. Habe aber fürs How to get started ein Video-Tutorial auf YouTube gestellt und eine Art Tutorial-Mode-Mini-Präsentation online gestellt, die man dann zum Starten verwenden kann. Und dann wird einfach geschlossen. Also der erste Teil, Webpräsentationen, Programs, Purpose and Powers. Passt das hier mit Deutsch für alle? Everybody does understand German. Okay, sehr gut. Ich habe schon gesagt, Opera Show hat begonnen. Also ich kriege jetzt von Opera nichts dafür, dass ich die Wahrheit erzähle, aber die haben so das erste populäre Webpräsentationstool gehabt. Was konnte Opera Show oder was hat es so speziell gemacht? Man hat eine 0815 Webseite gehabt mit zwei verschiedenen Stylesheets. Einen Media Screen Stylesheet,
oder wie auch immer generischen Stylesheet und einen Media Presentation Stylesheet. Und Opera ist nach wie vor, glaube ich, der einzige Browser, der es unterstützt, bei F11 bzw. welche Tastenkombination auch immer man verwendet für Fullscreen vom Browser, umzuschalten zwischen Screen Slidesheet und Presentation Slidesheet. Mir ist nicht klar, was das Presentation Slidesheet bringen soll, wenn man es nicht aktivieren kann, so wie in den meisten anderen Browsern. Also Opera hat es einfach gemacht. Was konnte man machen? Einen Standard CSS Stylesheet, wo man einfach sagt, ich möchte haben, dass jedes Div ein New Page macht, ich möchte gerne ein bisschen ein anderes Layout haben, dass es präsentationstauglicher ausschaut. Damit konnte man mit 30, 40 Zeilen extra CSS eine coole Präsentation erstellen. Wirklich einfach flott. Hatte aber den brutalen Nachteil, den auch die Tools von Microsoft haben, es war vendor-specific. Also eine Opera Show Slideshow hat wunderbar funktioniert im ganzen World Wide Web, solange man Opera hatte. Genau, mit den vergleichbaren Problemen. Das nächste Tool, es gibt unendlich viele Tools, aber ein paar möchte ich erwähnen. Google Docs kennen vermutlich auch die meisten, da kann man jetzt schimpfen auf die Cloud oder auch nicht. Für jemanden, der nicht ITler im Herzen ist, was vermutlich die meisten hier sind, sind Google Docs trotzdem eine nette Alternative, weil eine Präsentation, die ich ins Web stelle, die jeder sehen soll, es gibt viele Gründe, seine Daten privat zu halten. Aber wenn meine Präsentation öffentlich im Web ist, dann stört es mich persönlich wirklich nicht mehr, dass sie bei Google im Web ist. Und das geht halt watschen einfach. Das ist so bunti Klicksi für Leute, die noch nie mit Webpräsentationen oder mit irgendwelchen Programmiersprachen gearbeitet haben. Geht ganz einfach und kann das Ganze ins Web schmeißen, geht weitgehend überall. Prezi, ein Tool, das man einfach auch nennen sollte, weil es ein bisschen einen anderen Zugang hat zu Präsentationen. Ich persönlich verwende diese Dinge eben nicht, aber ich denke, man sollte sie genannt haben. Mit Prezi kann man hineinzoomen, in diverse Features eine Art Geschichte erzählen, was von Gesamtpräsentationsverlauf recht spannend sein kann. Ich stelle vor, W3C Slidey, das ist zeitlich ähnlich entwickelt worden wie S3. Und ich glaube, heißt es S3 oder S5? Ich glaube, S3 hieß es zumindest mal. Es ist ein Slideshow-Tool von Eric Meyer und Slidey ist vom W3C einfach circa parallel entwickelt worden. Beide haben ein ganz ähnliches Paradigma. Das heißt, sie haben ein wenig JavaScript, das mit ausgeliefert wird, und ein wenig CSS, das mit ausgeliefert wird, und den Rest kontrolliert man voll. Das heißt, die Präsentation ist eine HTML-Seite. Damit muss man ein bisschen HTML können. Wenn man stylen will, muss man ein bisschen CSS können. Wenn man skripten will, ja, nein, 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 dann braucht man JavaScript. Aber ich habe totale Kontrolle. Es liegt auf meinem Server, auf dem Server vom Freund, auf irgendeinem Webhost. Ich kann es hosten, wo und wie ich will. Ich kann es lokal haben, so wie bei mir, damit ich sicher keine Ausfälle habe. Und ich kann jedes Tool dazu hängen, das ich möchte. Das heißt, ich kann PHP-Code reinhängen, wenn ich ihn brauche. Ich kann Python Django reinhängen. Es ist komplett egal. Es ist sozusagen die Freiheit, gibt mir die Möglichkeit, alles zu machen, was ich will, die volle Kontrolle. Allerdings beim Preis was können zu müssen. Ich habe hier der Vollständigkeit halber eine Liste von Web-based Slideshows angehängt. Allein von S3 gibt es, glaube ich, 2 Dutzend Derivate. Von Slidey gibt es ein Derivat, das in Graz geschrieben wurde auf der TU. Das heißt R-Slidey, Responsive Slidey, von Keith Andrews, wenn er ein Begriff ist, und seinen Studierenden. Für Smartphones optimiert. Also Tools gibt es wie Sand am Meer. Es gibt viele HTML5 Slideshows, die tollste Effekte haben. Spannende Lösungen. Ich habe einfach das rausgepickt, das ich vor einigen Jahren begonnen habe, das noch immer alles kann, was ich brauche. Aber wie gesagt, es obliegt jedem die Wahl. Die Möglichkeiten, die man hat mit Web-Slideshows, sind grundsätzlich ähnlich. So, Purpose. To create Multimedia Slideshows. Also wir können Slideshows machen, die Bilder zeigen, die Text zeigen, die Videos zeigen, die Musik abspielen, die Links beinhalten, etc. Jetzt noch nicht so viel anders wie andere Slideshows. Sie sind available to a wide audience. Das heißt, ich sage nicht meiner Slideshow, geht nicht, wenn du ein Android-Telefon hast oder du musst wohl gefälligst einen Windows-PC kaufen, damit das ordentlich dargestellt wird, etc. Also ordentliche Web-Slideshows gehen auf jedem Tablet, jedem Telefon, das halbwegs modern ist, auf jedem Betriebssystem von Desktops und Laptops. Also die Audience ist nicht eingeschränkt durch das Tool, was recht positiv ist. Es ist keine Non-Standard-Software benötigt und es wird auch kein Closed Source benötigt, zumindest nicht bei den Tools, die ich verwende. Das ist natürlich für einen Open-Source-Menschen mit einem
Open Source Herzen ein wichtiges Anliegen, dass ich niemanden zwinge, Closed Source zu verwenden und selbst auch nicht brauche. Hard- und Software-Plattformen habe ich schon gesagt. Und die Stärken sind, ich kann alles machen, was ich auf einer Webseite machen kann. Effektiv alles. Man überlegt einfach, was habe ich die letzten 3 Jahre gesurft, was hat mir gefallen, was war gut, was war schlecht. Ich kann jeden Blödsinn von jeder Webseite übernehmen. Je nach Browser, meistens drückt man auf F12, bekommt die Developer-Tools, schaut sich an, wie es gemacht ist und spielt es rein in seine Präsentation. Man kann echte Versionskontrolle verwenden. Das ist jetzt eigentlich nicht anders wie bei LaTeX. Das heißt, die ganze Präsentation basiert eigentlich auf nur Text. Diesen Text kann ich in GitHub, in Bitbucket, wo auch immer, hochladen und habe alle vergangenen Versionen, kann mir die Diffs anschauen, wenn ich irgendwann einmal in zu viel Alkohol ein Skript verändert habe und es am nächsten Tag nicht mehr gut geht. Ist relativ krass, finde ich. Man hat eben die totale Kontrolle und Flexibilität über alles, was das Web so anbietet. Nachteil, wie schon gesagt, ich kann nur das kontrollieren, was ich kontrollieren kann von meinen Skills her. Das heißt, ich muss natürlich was können. Slide zu beginnen, keine Sorge. Es reicht Basic HTML, mehr braucht man nicht. Aber wenn ich mehr und mehr und mehr machen will, brauche ich mehr Möglichkeiten. Und die Limitations, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist, die Präsentation ersetzt nicht den Vortrag. Jetzt setze ich sie ins Netz, klar kann sie jeder anschauen, nur will ich eine Präsentation machen, dass man mit der Präsentation alleine auskommt, dann brauche ich auf jeder Slide unendlich viel Text, der alles bis ins Detail erklärt, mögliche Fragen beantwortet. Da ist dann die Frage, ob man nicht besser dran wäre, wenn man ein Videotutorial online stellt oder eine normale Webseite macht, die normalen Text hat mit ordentlichen Erklärungen. Also ich verwende schon die Präsentationen so, wie ich glaube, dass Präsentationen sinnvoll sind, das heißt ein paar Stichworte und ein bisschen ein Geschichteldrucken drumherum, was ich ganz gerne auch mache. Wenn es Fragen gibt, beziehungsweise wenn es dann doch beim Online-Betrachten so ist, dass der Zuseher mehr wissen möchte als ein Schlagwort Imhoi Presentation Tool, das not replace a speaker, dann kann man da drauf klicken und sieht einfach Unterpunkte. Das ist ein Kernfeature von Slidy, das ist eine Klasse, die schon mitgeliefert ist. Man braucht einfach nur sagen, Outline, und das hier ist ein Outline-Feature. Wenn diese Liste hier einen Outline hat, kann sie Sublisten haben, die ein- und ausgeblendet werden bei jedem Punkt. Hier oben habe ich ein weiteres Beispiel. You can do anything you could do on a website, HTML5, CSS3, JavaScript, was auch immer man möchte. Also es ist egal, ob man das jetzt mit XHTML schreibt oder mit HTML5.1 oder was auch immer man möchte. Gut, tiny tour of what can be done. Ist soweit noch alles nachvollziehbar und klar? Gut. Ja, bitte. Wenn ich es lokal laufen lasse, brauche ich keine Webserver-Erstellung, ne? Danke herzlich, das wäre genau untergegangen. Also die Frage war, wenn man Slidy lokal laufen lassen möchte, so wie in diesem Fall hier, braucht man keinen Webserver. Die Antwort ist, das stimmt, ich brauche keinen Webserver. Mit Einschränkungen. Wenn ich es lokal laufen lasse, ich habe einfach eine HTML5-Seite, klar, im Browser laden und funktioniert. Was ich mache ist, bei mir ist Slidy ein Geschwulst von Präsentationen der letzten 5, 6 Jahre und ich möchte nicht denselben Müll immer wieder coden, das heißt, ich habe gewisse Teile in PHP ausgelagert. Damit PHP funktioniert, habe ich natürlich einen lokalen Webserver am Laufen. Das heißt, wenn man so Wunderbetriebssysteme verwendet, wie sie hier angepriesen werden, sudo apt install Apache 2 enter oder was auch immer, und man ist eh schon ganz gut bedient, aber es muss nicht sein. Ich habe eigentlich sogar 2 Webserver laufen auf 2 verschiedenen Ports. Der eine ist Django gespeist, der andere ist PHP. Der Django-Server ist in meinem Fall, also das ist meine Programmierkunst, die da drinnen steckt, ist ein Sicherheitsmoloch, den man nicht auf eine öffentliche Seite stellen kann, den ich deswegen nur für die Präsentation kurz und nur mit lokalem Zugriff aufmache. Sind Python-Programmierer im Raum? Ich verwende EXEC, was mir einfach Stunden an Code erspart hat und dafür ein cooles Beispiel zeigt mit ganz wenig Code. So, various features. Was kann man denn so tun? Ich kann den Text größer und kleiner machen. Das ist mir schon öfters passiert. Wenn ein Zuseher sagt, es tut mir leid, ich habe wirklich Probleme mit meinen Augen, ich sehe das nicht. Oder es ist mir einfach passiert, dass ich zu kleinen Text habe, weil zu viel drauf gestanden ist. Dann kann ich mit B den Font größer machen oder mit S den Font kleiner machen. Finde ich, ist ganz nett.
gibt mir die Flexibilität. Ich kann auch, wenn es wirklich nötig ist, auf einer Folie mal ein bisschen mehr Text haben, reinzoomen, dass man es lesen kann und wieder rauszoomen. Was kann man noch? Ich kann Details anzeigen, eben nur, wenn gefragt wird. Wenn es Detailfragen gibt, das habe ich ganz gerne. Wenn ich auf einen Punkt nicht eingehen will, weil ich mich vielleicht nicht so gut auskenne oder weil es einfach knapp ist an der Zeit, dann kann ich trotzdem die Unterpunkte hineingeben, sie nicht anzeigen. Wenn eine Frage kommt, kann ich es dann noch einfach ausrollen lassen. Man kann auch Incremental Display machen, das heißt, ich kann einen Punkt nach dem anderen einblenden bzw. ausblenden. Das Ganze hier ist eine 0815 Liste in HTML mit mehreren Listenelementen und der Liste habe ich die Klasse Incremental hinzugefügt. Und wenn ich hier auch die Klasse Outline gebe, dann kann ich hier Sublisten einfügen, indem ich einfach ganz normale dazu gebe. Ich zeige jetzt nicht aus dem Präsentationsfluss her immer wieder den Source. Bitte einfach das Ganze online von zu Hause aus anschauen, F12 drücken und dann sieht man ganz genau, was drinnen steht. So, ich kann Videos, ich kann Bilder hinzufügen, werde ich auch noch zeigen. Ich kann auch inkrementelle Bilder verschiedener Arten hinzufügen, also Bilder, die einen Vorgang, einen Fluss zeigen. Ich kann alles machen aus HTML5 wie Canvas. Beispiele kommen immer gleich. Ich kann External Content einbinden, andere Webseiten einbinden. Wenn ich zum Beispiel, nehmen wir an, ich arbeite für eine Firma, das ist auch der Fall, die serverbasierte Web-Apps anbietet. Und ich möchte einfach unser Produkt zeigen, mache ich jetzt nicht, weil meine Firma nicht sponsert, deswegen auch keine Namen, sondern ich zeige eine Webseite aus der Open-Source-Geschichte. Aber ich kann hergehen und sagen, mache eine Präsentation, zeige ein paar Punkte, auf der nächsten Seite kommt dann die reale Webseite auf dem realen Server, ich zeige ein Feature, dann gehe ich zur nächsten normalen Slide, zeige wieder ein paar Punkte, auf die nächste Seite und bin auf einem anderen Einsprungspunkt am Server und zeige einfach die nächsten paar Features von der Webseite. Das ist für Tutorials unter Umständen recht praktisch. Weil normal hat man es ja so, dass man entweder dann hin und her springt, was verwirrend sein könnte für die Audience. Was könnte noch passieren sonst? Ganz oft ist so eine Stunde einmal nur Text, bis alle eingeschlafen sind und dann zeigen wir erst die Features her, die dann so viele sind, dass man es nicht schlucken kann. Gut. Und wie auch schon erwähnt, ich kann jede Scripting-Sprache verwenden oder ich kann auch kompilierte Sprachen verwenden, wenn ich es wirklich möchte. Bitte. So eine Unterstützung vielleicht für sowas wie Umfragen, was ganz praktisch wäre. Wenn zum Beispiel jemand wie ich hergeht und in meiner Klasse zum Beispiel sagen will, ich will jetzt einen Vortrag machen und als Beispiel eine Umfrage starten, dann sage ich ja, bitte holst du auf Handys raus. Dann, ja, zum Beispiel, wie alt bin ich oder was mache ich gerade, etc. Und dann am Ende habe ich eine Statistik, die sich dann demnach anpasst. Okay, ich gebe jetzt die Frage einfach in den Raum. Was glauben die anderen Zuhörerinnen? Machen grundsätzlich kann ich sicher, weil ich habe ja PHP, etc. Aber gibt es vielleicht eine Unterstützung für Umfragen, sowas? Ich gebe jetzt trotzdem die Frage kurz in den Raum. Was glauben die Zuhörerinnen? Zum Beispiel ein fertiges Modul reinkopieren. Andere Möglichkeit, einfach auf eine Slide eine externe Webseite rein, SurveyMonkey, LimeSurvey, was auch immer, die Umfrage zeigt und auf eine andere Slide am Ende das Ergebnis der Umfrage. Also ja, es geht. Entschuldigung, ich frage nur ein bisschen zwischen, weil ich möchte gerne wissen, ob ich zu leise rede, dass es gar nicht ankommt, was ich sage oder so. Ich hätte noch eine Frage dazu. Ja, bitte. So, ihr habt gestern kurz online so Slide-Präsentation durchgeschaut. Die vom Dave Raggett vermutlich, vom so blau, hellblau, dunkelblau, weiß. Genau, und bei den Incremental Images war, ich glaube, es war Vektorgrafiker SVG, wo man dann einfach Elemente einblenden hat können. Und das hat nicht mit dem Presenter funktioniert, sondern nur über das Keyboard. Also, ich habe mich dann immer damit beschäftigt. Jetzt ist die Frage, es ist eine gute Frage. Man kann verschiedene Dinge einstellen. Ich kann einstellen, wann er weitergehen soll. Bei mir ist zum Beispiel ausgeschalten, dass er an Mausklick, also wenn ich mit der linken Maustaste wohin klicke, dass die Punkte und die Slides weitergehen. Das ist bei mir ausgeschalten, ich könnte es aber auch einschalten. Wenn es mein Presenter schafft, eine linke Maustaste zu machen, dann habe ich zum Beispiel kein Problem. Wenn ich nur Page Up, Page Down habe, ist es natürlich problematischer.
Aber es ist eben die Frage, man kann dann natürlich auch von Standard-Präsentern die Keys ummappen, je nach Begabung auf Soft- und Hardware-Seite. Ich habe einen Presenter, den habe ich stolz heute zu Hause vergessen. Der hat genau alle Features, die ich brauche, kostet dafür, glaube ich, 20 Euro extra. Der Presenter hat ein kleines Maus-Joystick, damit kann ich die Maus kontrollieren. Und er hat zwei Knöpfe, das ist Page Up, Page Down zum Weiterschalten. Und ich kann aber umschalten, dass statt Page Up, Page Down ist linke und rechte Maustaste. Und damit kann ich effektiv alles machen und alles kontrollieren. Ich mache es nur nicht so gerne. Man sieht, also die Präsentationslehre sagt, wenn man etwas in der Hand hält beim Präsentieren, wirkt man kompetenter. Das ist kein Scherz, das habe ich mir nicht einfallen lassen. Das steht in diversesten Büchern, hat auch mit Slide nichts zu tun. Deswegen ist ein guter Tipp, man hat einfach einen Stift in der Hand oder eben einen Präsenter. Das habe ich teilweise gemacht, da habe ich mir gedacht, ach, ist mir egal, ob ich jetzt so kompetent wirke, ich schenke mir den Stift und ich fühle mich einfach wohler persönlich mit Maus und Tastatur. Es bei mir doch oft so ist, dass ich ein bisschen Interaktion brauche und dann vielleicht auch Text reinschreibe, werde ich gleich zeigen. Und wenn ich dann sowieso von vornherein Maus und Tastatur brauche, dann brauche ich den Präsenter gleich nicht mehr. Aber ich wollte ihn eigentlich mitnehmen zum Herzeigen, es tut mir leid, ich habe ihn vergessen. Das ist der klassische, genau. Ich habe ein bisschen einen nicht klassischeren. Schauen wir es uns nachher einfach an. Also ich glaube, der macht nur Page Up Down, das heißt, ich kann schon weiterschalten. Was ich sicher nicht kann damit, ist ein Element auswählen und draufklicken. Ja, das ist klar. Das wird sowieso nicht gehen. Den Rest eben kann man unter Umständen umstellen bzw. Shortcuts reinsetzen. Können wir uns eben am Ende von der Präsentation noch anschauen. So, gehen wir jetzt mal zu den coolen Features. Nummer 1. Bilder. Wie man Bilder reinhängt, ist immer die eigene Sache. Ja? Was man oft sieht von kommerziellen Präsentationstools, ist, dass das Bild auf einen Teil hier limitiert ist. Dann hat man 2, 3, 4 kleine Bilder und kann kaum was erkennen. Daneben vielleicht noch 17 Textpunkte. Das ist jetzt wieder nicht slide-spezifisch, sondern generisch für Präsentationen. Ich nütze gerne den Platz auf meiner Präsentation. Also ich brauche nicht unten einen Copyright bei und ein dickes Logo, das auf jeder Slide gleich ist, sondern ich möchte gerne den ganzen Platz ausnutzen, dass man möglichst viel sieht. Ich habe hier nur irgendein Bild gewählt. Das ist aus einer vergangenen Präsentation, die ich im Dezember gehalten habe, als ich mich mit Wartung von Militärflugzeugen beschäftigt habe. Das Bild ist einfach so cool, weil das ist nicht gestellt, nicht Photoshop, das ist genau der Sprung, wie man ihn in Star Wars sieht. In Star Wars springen sie zur Überlichtgeschwindigkeit, wo man nichts sieht und auf einmal ist diese Wolke und zack sind sie weg. Das hier ist genau der Durchbruch durch die Schallmauer. Und das ist ein physikalisches Phänomen, das man erklären kann, aber ich kann es nicht erklären. Eine Frage ist, der Text liegt der drüber oder ist der im Bild drin? Der Text liegt drüber, das heißt, ich kann diesen Text auch markieren, kopieren und kann natürlich auch den Text kleiner schalten, wenn er gerade günstig liegt, kann ich größer machen. Der Text ist einfach das gleiche wie hier, das ist ein Header One. Der Header One, der auf jeder Slide drauf ist, wird oben angezeigt und hier habe ich einfach mich ein bisschen gespielt und habe eine Klasse gemacht, wo der Header One ein bisschen eine andere Position hat. Ich kann natürlich auch mit Inline Styles sagen, er soll jetzt ganz genau an einer anderen Stelle sitzen. Die Farbwahl sowieso, man nehme GIMP oder sonstiges Tool, picke eine Farbe aus dem Bild, die einigermaßen gut passt und setze das dann als die Schriftfarbe. Könnte man vielleicht auch den Encoder ein bisschen anzeigen, mal kurz reinschauen? Kurz kann man gerne, so lange Zeit ist. Bitte. So. Na komm. Das ist Firefox. Also ich habe hier, ups, wo ist mein, das war ja gerade noch da, so. Hier habe ich eine Klasse, Div Class Image Separator Slide. Die Image Separator ist von mir, Erweiterungen, Slide ist die klassische Basisstruktur von Slide. Das heißt, jedes Slide ist ein Div, das Klasse Slide hat. Jeder Slide hat typischerweise, muss nicht, aber kann haben, ein H1. In diesem Header 1 habe ich einfach jetzt eine andere Hintergrundfarbe und ein bisschen andere Größe und andere Position gegeben. Also, Mörder kompliziert. Aber ich wollte mal ein großes HTML-File.
super simpel, genau. Ja, de facto, ich habe auch nur ein großes File, es ist halt ein PHP-File, damit ich einfach mir ein bisschen ein wiederholtes Getippse erspare. Ich habe, wenn ich unterrichte auf der Uni, es sind einfach 15 Präsentationen, die im Wesentlichen die gleiche Titelseite und immer das gleiche Schema haben, den gleichen automatisch generierten Outline. Das Einzige, was sich ändert, ist der konkrete Titeltext. Und wenn ich jemals was ändern will, dann kann ich alle auf einmal ändern. Das ist eigentlich der Hauptgrund dahinter. Gut, schauen wir weiter. Hier haben wir ein inkrementelles Bild. Das ist leider knapp zu sehen, deswegen sage ich es noch dazu. Wir sind auf Slide 10 von 24. Dieses inkrementelle Bild nützt eine von zwei möglichen Techniken. Ich habe einfach mehrere Slides nacheinander, die das gleiche Bild mit mehr und mehr und mehr Elementen anzeigen. Ganz, ganz simpel. Das heißt, ich habe einfach nur zwei, drei Slides, die modifizierte Bilder anzeigen. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Slide 11. Die hat genau das gleiche Bild wie die Slide 10, nur mit mehr Pfeilen dazu. Es ist ein simpler Animationseffekt schon. Ist dann auch wieder ein neues Div im HTML? Ist wieder ein neues Div-Slide, genau. Alternativ gehen wir auf die nächste, das ist jetzt Slide 12. Hier nütze ich das Incremental-Feature von Slidey, das heißt, ich habe einfach eine inkrementelle Liste, beziehungsweise hier in dem Fall inkrementelle Bilder, wo ein Bild nach dem anderen angezeigt wird. Jetzt bleibe ich auf dieser Slide Nummer 12, bin noch immer auf Slide 12, bin noch immer auf Slide 12, noch immer auf Slide 12, etc. Und kann einfach so, in dem Fall zeige ich einen Algorithmus, wie er funktioniert, beziehungsweise am Ende, damit ich nicht unendlich viele Schritte habe, mache ich größere Schritte auf einmal. Das ist ein Routenplanungsalgorithmus. Also inkrementelle Bilder funktionieren, wenn jemand denn sowas braucht, einfach reinschauen, copy and paste in die eigene Präsentation und fertig. Entschuldigung, könnte man zum Beispiel auch jetzt dann analoge Daten in digitale Umgebung in der Chart reinstecken? Ich will jetzt wieder die Frage an die Audience zurückgeben. Was glaubt das Publikum? Wenn man ein Tool dafür hat, dann kann man es da eingeben. Genau. Sagen wir zum Beispiel, du hast gemeint analoge in... Ich habe eine Liste von Temperaturen, mache in meinem Header des HTML-Files ein Skript D3. D3 ist eine Google Charting Library, die wundervolle Charts zweidimensional, dreidimensional etc. erstellen kann und kann zum Beispiel, also so würde ich es höchstwahrscheinlich machen, eine externe Textdatei mit den Temperaturen haben oder ein paar Zeilen PHP, die mir eine Temperaturliste aus dem Netz runterlädt, die Temperaturen auf einer Folie anzeigen und auf der nächsten Folie einen Graph darüber. Ja, kann man. Also ich kann eben alles machen, was ich auf einer Webseite machen könnte, nachdem ich auf einer Webseite eine Temperaturliste anzeigen kann und auf einer Webseite auch dynamisch generiert einen Graphen anzeigen kann, geht das auch. So, Mathematik. Meine Zuhörerinnen haben oft die Eigenschaft, ein bisschen mathematiklastig zu sein, deswegen ist immer die Frage, ja, aber in LaTeX kann ich Formeln schreiben. Aber es gibt ein JavaScript-Paket, das heißt MathJax, ist auch Open Source. MathJax kann in LaTeX-Syntax oder auch in alternativen Syntax-Versionen Formeln setzen. Ich bevorzuge LaTeX-Syntax, weil ich einfach LaTeX schon recht gut kann. Das ist ja ein griechisches Chi. Und schauen wir es uns mal an. For Simple Mathematical Typesetting. Das sind genau diese Buchstaben, wie man sie aus LaTeX kennt. Was ich hier noch zeige, ist, ich scrolle hinunter. Wenn es einfach zu viel Text für eine Slide ist, aber er gehört irgendwie zusammen, dann kann ich es mit Scrollen machen. Aber wie schaut es jetzt aus mit komplizierteren Formeln? More complex stuff. Das ist natürlich die nötige Frage. Man will ein Mixed Integer Linear Program aufzeigen, zum Beispiel. Da haben wir Variablen, Definitionen, Deklarationen, ein dickes, fettes Modell. Das ist 0815 LaTeX. Genau genommen nicht ganz 0815, das ist das Copy and Paste aus einem LaTeX-File und ich habe ein paar Kleinigkeiten umändern müssen, Zeilenumbrüche und so weiter, das sind etwas anders zu setzen. Aber in Wirklichkeit, ich glaube, das ist ein Beispiel, das schon zeigt, dass man nicht ganz leicht MathJax austrickst. Und das Schöne ist, es geht sogar in proprietären Browsern, die einen komischen Buchstabensalat als Namen haben, so meistens mit zwei Buchstaben abgekürzt. Kein Problem, auch in älteren Versionen. Warum? MathJax setzt MathML, damit funktioniert es wunderschön in modernen Browsern wie Chromium, wie Firefox. Geht aber auch in nicht so tollen Browsern.
Es erkennt einfach den Browser und wenn MathML nicht unterstützt wird, dann setzt es einfach Bitmaps so an, dass es wie eine einigermaßen erträgliche Formel aussieht. Gut, hier habe ich eine Bibliografie. Bibliografien sind im wissenschaftlichen Bereich immer wieder gewünscht. Kann man auch reinmachen, das Layout ist eine Frage. Ich habe noch kein Tool dazu geschrieben, das genau verwendete Quellen nimmt, automatisch rauszieht und die Bibliografie von selbst schreibt. Also die ist jetzt noch handgesetzt, kann man aber natürlich auch machen. So, wie liegen wir in der Zeit? Ich habe noch 11,5 Minuten und 9 Slide, wird schon kommen. So, I can use Prettify for Source Code. Prettify ist wiederum eine Google Library, JavaScript Library, die Source Code Dateien nimmt und hübscher macht. Das hier, dieses DevName, ist Python-Code, nachdem ich ganz gerne Python unterrichte. Dieser Python-Code ist nichts anderes als eine normale Python-Textdatei, die in einem Unterverzeichnis der Präsentation liegt. PHP lädt mir die Datei und zeigt einfach 1:1 den Inhalt der Datei hier an. Und weil das Ganze gerappt ist in einer MathChex-Div, in einer Prettify-Div, kriege ich diese Syntax-Highlighting drumherum alles schön automatisch mit. Gut, das ist aber jetzt nur ein statisches Codebeispiel. Ich hätte es ja gerne ein bisschen interaktiver. Defining a Function. Hier haben wir eine Python-Funktion. Da kann man erklären, seinen Studierenden, es muss nicht Python sein, es geht ja auch mit Java, Go, wie auch immer. Und hier habe ich einen Link, das ist wiederum eine Python-Datei, die mit PEP 8 validiert ist, dass sie schön funktioniert, ist, sie ist ausgeführt, das Source Code ist hübsch, alles drumherum. Die wird automatisch eingelesen, automatisch hier gezeigt und automatisch dieser Link hier generiert. Das ist halt wieder eine Frage von ein paar Zeilen PHP. Was macht der Link? Der Link geht online in den Python-Tutor und hier kann ich Schritt für Schritt aufzeigen, was passiert denn hier beim Aufruf. Hier habe ich den Global Frame, hier habe ich den Frame der kleinen Funktion und kann meinen Studierenden hübsch erklären, was passiert. Ich habe hier lokale Variable. Schritt für Schritt die Berechnung erklären, hier ist der Return-Wert, was passiert mit dem Return-Wert, jetzt gehen wir da weiter, wird das Resultat zugewiesen, etc. Hier sehen wir den Output, also ich kann den Studierenden einfach Schritt für Schritt meinen Source-Code erklären. Das ist ein fixfertiges Tool, heißt eben Python-Tutor, gibt es für andere Sprachen auch. Und wenn ich fertig bin, gehe ich einfach weiter mit meinen Slides. Man merkt es nicht, in dem Fall habe ich sogar die Slideshow verlassen, ich habe einen neuen Tab aufgemacht im Hintergrund, den ich wieder zumache. Warum? Ich kann es auch direkt anzeigen, nur mein Slide-Count ist kein Problem, weil mein Zeit-Count ist das Problem. Wenn ich wieder zurückgehe auf die Seite, dann lädt der Zeit-Counter von vorne. Deswegen mache ich es einfach in einem Subtab, aber man merkt ja nicht, dass ich weggehe. Gut, Video-Tutorials. Hier ist ein Link zu einem Video-Tutorial. Genau das gleiche Vorgehen. Ich klicke drauf und zeige einen hübschen Videofilm, der genau das zeigt. Python 3 Tutorial Functions. Mit mehr Informationen. Ich werde es jetzt nicht länger laufen lassen. Aber man merkt wiederum eigentlich nicht, dass man aus der Präsentation weggegangen ist. More External Content. Python Anywhere ist eine britische Firma und ich bin relativ begeistert von ihnen. Wenn man von ihnen mehr haben kann als von der Uni IT und von diversesten IT-Abteilungen dieses Planeten. Nachdem ich Python unterrichte, möchte ich gerne Features in der Präsentation natürlich live herzeigen können. Und sag halt mal import os, os. Was soll man herzeigen? Walk, wie funktioniert das Ganze? Und kann einfach hier mein Python live laufen lassen. Variable ist 3. Ich kann einfach direkt Python-Code mitten in der Präsentation ausführen. Warum bin ich jetzt so begeistert von Python Anywhere? Weil sie das möglich machen und weil sie es nur anonym für Python 2 hatten. Ich habe hingeschrieben und gesagt, ich hätte es gern für meine Präsentationen in Python 3. Die Antwort war, kein Problem, bis in einer Woche haben wir es geschafft. Wenn du eine wichtige Präsentation hältst, dann schick uns bitte ein Mail, dann können wir unsere Server-Updates rundherum schedulen, damit du kein Problem hast. Also, wirklich Weltklasse-Firma mit super, super, super gutem Support. Close Console, das Open Close Console ist eine Spielerei von mir, wieder ein paar Zeilen JavaScript mit PHP vereinigt. Hier haben wir was anderes. Das ist jetzt dieser Spezial-Python-Code, von dem ich gesprochen habe. Eine mathematische Funktion. Ich kann sie auch ein bisschen abändern, wenn ich will nachher. Hier habe ich Limits, unteres und oberes Limit für den Mathematikunterricht. Plot. Kommt wieder auf eine neue Seite. Das ist genau die Funktion, die ich angegeben habe, plus der definierte Integral von 2 bis 9.
Gut, ich werde es jetzt ganz kurz hierher zeigen, den Browser ein bisschen verschieben. Hier ist meine Webpräsentation, hier ist einfach eine neue Subseite aufgemacht. Ich mache die Subseite zu, trage jetzt statt von 2 bis 9 von 1 bis 5 ein und das machen wir da oben, gehen wir einfach einen Teil von dem ganzen Glied weg. Einfach eine andere Funktion jetzt. Die Mathematiker mögen das bitte schnell in ihrem Kopf zeichnen, damit sie sehen, dass es stimmt, dass es wirklich live ist und mache wieder Plot. Und hier habe ich eine Parabel, wiederum mit dem bestimmten Integral davon. Passt das? Danke. Ist das die Toolleiste von WC3? Das hier ist nur der Webbrowser mit Webentwicklungstools. Also ich bin ein Web-Fanboy. Alles ins Web, sage ich ganz gerne. Gut, also wir können hier, das sieht man wieder, schöne LaTeX-Syntax, das ist einfach LaTeX-Text. Das Ganze ist mit der Python-Library Matplotlib, der ich einfach sagen kann, zeichne mir diesen Graphen und zeichne diese schöne Funktion dazu, bitte, danke, gebaut. Und nachdem das so schön live ist und ich mir nicht viel antun will, nehme ich diese Funktion, schmeiße in einen Python-Exec, was sicherheitstechnisch ein absolutes No-Go ist, deswegen nur lokal, deswegen dieser zweite Server. Gut, 7 Minuten noch. Videos. Ich hatte schon ähnliche Präsentationen öfter gehalten, hier deswegen ein wenig abgewandelt. Ich habe bis jetzt immer Big Bug Bunny gezeigt. Hier ist ein anderes freies Video, dauert ein bisschen je nach Leitungsgeschwindigkeit. Das heißt, ich kann auch Embedded Videos zeigen. Das ist jetzt HTML5, das ganz normale HTML5 Video Tag. Wir könnten uns jetzt einen Film anschauen, der ist vielleicht spannender als ich. Ist nicht so lang, sind 2,5 Minuten. Ist ganz gut gemacht, ist einer von den neuesten, die mit Blender erstellt wurden und frei online sind. Gut, man merkt, mein Computer ist ein älterer Herr. Also auch Videos embedden. Das ist jetzt nicht eine externe Seite, das ist wirklich auf das Slide drinnen. Aber das Video ist ein externer Link, oder was glaubt, oder? Das Video ist ein externer Link. Ich könnte es auch lokal, nachdem es ein freies Video ist. Die Möglichkeiten sind relativ groß. Also, ich habe es früher so gehabt mit PHP, sage ich, wenn ich auf Localhost bin, nimm das lokale Video. Wenn ich nicht auf Localhost bin, dann nimm das entfernte Video, damit mein Server nicht in die Knie geht. Klassiker. Das Bild mit der F18 Hornet vorher, das hat den gleichen Effekt drin. Ich sage, zeig die F18 Hornet her, wenn ich lokal bin, für eine limitierte Audience. Online, ja, das Bild ist frei, weil die USA in den Streitkräften sagen, Streitkräfte sind publicly financed. Bilder, die sie online stellen, kann man auch nutzen. Aber man möchte nicht unbedingt Werbung für irgendwelche Firmen machen. Das österreichische Bundesheer ist da viel, viel zacher. Ist zwar auch mit unserem Steuergeld gezahlt, aber die wollen einen Video-Credit und der Fotograf muss geehrt werden und das ist alles ein bisschen schwierig. Gut, gehen wir zum nächsten spannenden Feature. Hier wiederum HTML5, ein Spiel. Wenn mir bei der Präsentation fad wird, so mein Laptop ist, wie gesagt, der ist 7 Jahre alt, dann könnte ich Fairy Rescue spielen oder ein anderes Spiel. Tetris ist auch recht in... Sudoku ist im Grunde recht egal. Man muss nur schauen, dass man während der Präsentation dann nicht zu lang spielt, weil es einfach spannend ist, das Spiel. Pause, ich will das vielleicht später noch weiterspielen. Okay? Ich versuche nur einige Möglichkeiten aufzuzeigen. Was haben wir noch? Hier, das ist Black Duck, eine Firma, die Open Source Code analysiert. Dankeschön. Was kann man auf Black Duck machen? Man kann zum Beispiel schauen, wie Programmiersprachen verteilt sind. Sie bieten auch kommerzielle Services an, habe ich nicht verstanden bis vor kurzem. Sie sagen, Firmen, passt auf, euer Source Code beinhaltet 1:1 Kopien von Open Source, die Lizenzverstöße sind. Aber ich denke, dass es doch eine im Wesentlichen Open Source Community Seite ist, deswegen habe ich mich getraut, sich hier zu präsentieren. Und hier kann man eben direkt auf der Präsentation sagen, ich möchte gerne zeigen, dass Python die Sprache von Präsenz in Zukunft ist. Machen wir ein Update hier. Man sieht einfach, wie Python relativ schön gestiegen ist über die letzten 10 Jahre. Schaut her, Python ist toll. Es ist jetzt im Open-Source-Bereich die von Zeilen her am circa meistverwendetste Sprache. Das hier haben wir C, die weniger verwendet wird. Und der einzige wirkliche Einknick, den Python in den letzten 10 Jahren hatte, ist hier passiert. Wer kann es erklären? Go. Und kann es wieder dazu einblenden. Ist recht spannend. Also hier haben wir gesehen, ich kann auch externe Webseiten ohne weiteres einblenden. How to get started, das haben wir eben nur mehr Kurzzeit. Ich wollte den Mund wasserig machen, ich hoffe, das ist soweit gelungen. Nummer 1 ist, read Dave Raggett's presentation about Slidy. Dave Raggett ist ein Mitarbeiter vom World Wide Web Consortium und die
richtige Doku, die es gibt über Slidy, ist eigentlich nur diese einzige Präsentation hier und ein paar Unterlagen von mir. Da zeigt er Schritt für Schritt vor, was man so machen kann mit Slidy mit ein paar Ideen. Okay? Das nächste, have a look at this presentation source. Wir haben einen Sneak Peek schon hineingemacht. Ich kann ihn nachher noch ganz kurz aufmachen. Check out the video tutorial. Das Video Tutorial zeigt genau die Präsentation, die ihr hier seht. Ah, na Moment, Entschuldigung, das ist eine Slidy from Scratch Präsentation. Ich habe hier einen leeren Browser. So, genau, das ist die Präsentation, die ihr hier noch gesehen habt. Und geht dann weiter, erklärt, wo man jetzt eine Demo-Präsentation, eine kurze, runterladen kann. Da haben wir noch dieses Feature Sneak Peek drinnen. Und dann wird auch gezeigt, wie man eine eigene Präsentation macht, was man entpacken muss, was man verändert. Direkt mit Source Code Beispielen neu laden im Webbrowser, dass man genau sieht, was passiert. Kann ich gerne ans Herz legen, so gewinne ich sozusagen Zeit jetzt in der Präsentation. Was können wir noch machen? Configure your Text Editor. Das Beispiel schenke ich mir jetzt. Es ist egal, ob ihr Emacs, VI, Kate oder sonst was verwendet. Wenn ihr Snippet habt, bei mir schreibe ich hin Slide, Enter und habe einfach den kompletten Bulk, also dieses Skelett für eine neue Slide. Oder ich sage bei mir, mache einen neuen Block, wo ich spezielle Strukturen einfügen will. Es wird dann einfach mit dem Snippeting-System gemacht und damit bin ich vom Schreiben her eigentlich um nichts langsamer als mit irgendwelchen proprietären oder auch nicht proprietären Präsentationstools wie LibreOffice Presenter. Downloaded Template. Das Slidy-Beispiel von mir ist convoluted. Das ist voll mit PHP und Python reingezogenen Beispielen, voll mit vielen, vielen Features. Das ist ganz nett zum Nachschauen, aber zum Starten ist es verwirrend. Deswegen habt ihr hier eine Template, die könnt ihr runterladen. Ist, glaube ich, ein einzelnes Tar-G-Zip mit genau den wichtigsten Dateien, die man braucht und ein paar Beispielen dazu. Bitte einfach runterladen und ausprobieren und dann go wild. Also das ist mein Tipp fürs Getting Started. Hier steht 3 Minuten und 3 Sekunden eine Summary, geht sich also noch aus. Slidy allows you to do anything you could do on a website. Also ich habe ein paar Beispiele gezeigt. Die Fragen waren sehr gut und sehr berechtigt. Kann man auch? Die Antwort ist im Regelfall ja. Alles, was ich im Web tun könnte, alles, was ich auf irgendeiner Webseite gesehen habe, kann ich auch auf Slidy raufgeben. Warum? Weil Slidy nichts anderes ist als eine Webseite. But it requires at least basic HTML skills. Das heißt, es wird in vielen Firmen und ich verstehe es auch, warum nicht akzeptiert. Sobald ich eine Slidy-Präsentation habe, habe ich natürlich das Problem, dass jeder Mitautor auch ein bisschen HTML können müsste. Und nachdem das oft nicht funktioniert, ist eine Präsentation, die man gemeinsam erstellt, beziehungsweise die später von anderen Leuten gewartet werden sollte, natürlich haarig. Also will ich wirklich haben, dass die Präsentation nur mehr gewartet werden kann von jemandem, der sich mit HTML auskennt. Eine Firma, die Webseiten baut oder Webservices anbietet, sollte immer solche Leute haben. Für mich privat, Fragen kommen gleich, für mich privat passt auch, aber wenn es eben wirklich um Kollaboration geht in einer Firma mit nicht-technischen Leuten, sollte man sich überlegen, ob man nicht mit eben Google Docs oder sonst was besser aufgehoben ist. So, remains to be done, das muss natürlich immer rein, try it out, das heißt, das liegt an euch und improve if needed. Es gibt leider hin und wieder Bugs in Slidy. Ich habe bis jetzt erst einen gefunden nach einem Update, habe dem Dave ein E-Mail geschrieben mit dem Fix und er hat ihn sofort aufgenommen und war dann so nett, mich auf die Liste der Bug-Reporter zu setzen. Ich wäre lieber Contributor, aber er hat keine Contributor-Liste. Er hat nur Translation-Contributions und Bug-Reports. Acknowledgements. Danke an das W3C für Slidy und danke an all diejenigen, die geile Browser machen, dass solche Dinge möglich sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin am Ende. Fragen kann man, glaube ich, noch kurz nehmen, oder? Ja. Bitte. Auch wiederholen, danke. Oder dann den Code reinladen kannst und dann sagen, ja, okay, da muss jetzt nicht großartig was verändern, aber zum Beispiel ein bisschen Content, der kann halt überhaupt kein HTML, aber der kann halt ein bisschen was entspannen kann. Wiederum die Gegenfrage, also mir ist keines bekannt, Slidy hat jetzt nicht eine riesen Audience, aber, und daher die Gegenfrage, wie viele Zeilen Django zum Beispiel braucht man für ein Mini-CMS-System? Selbst geschrieben sind es 100 Zeilen vielleicht? Je nachdem, was es jetzt können soll. Ja? Also mein Tipp wäre,
hacken. Es macht richtig Spaß, vermutlich. Also wenn man die richtigen Skills hat, ist man nach einem Tag fertig mit einem halbwegs vernünftigen Tool. Klar, man kann es dann wieder besser und schöner machen. Am besten als Open Source irgendwo posten, GitHub oder sonst wo. Und dann, wenn es adopted wird, dann geht es eh schnell weiter, dass neue Features reinkommen. Also mir ist noch keines bekannt, was nicht heißt, dass es keines gibt. Aber suchen, und wenn es keines gibt, bitte eins machen. Bitte. Slides.com ist JavaScript, das ist im Grunde das Gleiche. Und die bieten, sie wollen einen in webbasierten Editor an, inklusive Export in das JavaScript-Framework. Genau. Also der Tipp war jetzt gerade, es gibt auf slides.com auch einen Slide-Editor, ist, glaube ich, aber nicht auf Slidey basiert. Was man machen kann, ist eben noch einmal die Liste der Web-based Slideshows, die ich am Anfang reingegeben habe, anzuzeigen. Mal kurz hingehen, da gibt es eine Content-Overview, Web-Presentations, so, was denn, welche Tools wir haben. List of Web-Based Slideshows. Es gibt noch viele, viele andere Tools. Hier eine Liste auf Wikipedia, die man sich durchlesen kann und ausprobieren kann. Einige von diesen Tools haben auch Editoren dabei. Nur dann habe ich eben nicht mehr die volle Freiheit. Also jeder Editor schränkt mich auf das ein, was dieser Editor oder das CMS-System so kann. Wenn ich so, wie in meinem Fall, Sonderwünsche, Extrawürstel habe, ich möchte gerne Musiknoten live setzen in meiner Präsentation, was auch immer, ja, dann werde ich mir schwerer tun mit, was das schon vorhanden ist. Aber wenn ich eben die Skills habe, kann ich natürlich immer einen coolen Editor drumherum bauen. Dann bedanke ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich bin eh noch den ganzen Tag da für weitere Fragen. Hoffe, es war spannend und wünsche noch schöne Linux-Tage.